Ende August hat das Geburtshaus Herrenhausen seinen Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Mal schauen, was hier so los ist. Es wurde ein wundervolles Buffet vorbereitet, ganz viel Leckereien und schaut mal, wie vielfältig das Buffet ist. Ich durfte an diesem tollen Tag den Eltern mit einem Vortrag und einer Fragerunde einen Einblick in das Thema Abhalten geben. Ich hatte dabei meine Puppe Lina, ein paar Töpfchen sowie einen Tipp, wie die Eltern ganz einfach mit dem Abhalten starten können. Das Einfachste mit dem Abhalten zu starten ist, das Baby nach dem Schlafen direkt abzuhalten. Wir Erwachsenen müssen ja morgens auch als allererstes nach dem Aufstehen auf Toilette. Mama Motion war mit einem Infostand und einem Tragehilfencheck mit beim Tag der offenen Tür dabei. Ich habe es gleich ausprobiert. Pass auf, Frage. Was stimmt da nicht? Ja, ich schaue mir das mal eben an. Das ist eine Halsschnalltrage. Genau, erstmal nehmen wir hier mal über dem Kind die Kopfstütze. Das ist nicht nur eine Kopfstütze, kein Sonnenschutz, kein Regenschutz oder so. Ganz wichtig ist, dass das Kind immer Luft bekommt. Also Mund und Nase sollen beim Tragen immer frei sein. Es ist auch egal, ob du ein Tuch trägst oder in einer Vollschnalle oder in einer Halsschnalle. Das ist ganz wichtig. Man kann, wenn man jetzt den Hinterkopf stützen möchte oder das Köpfchen stützen möchte, eine Seite hochmachen, die Hinterkopfseite, und kann dann schauen, eben aufpassen, dass wirklich nur die Nase noch frei sind, damit die Luft ran kann und auch wieder weg. Schaut mal, an diesen Schuhen ist zu sehen, wie viele Menschen und Kinder bei dem Geburtstag dabei waren. Und nun zu den Geburtsräumen. Hier der blaue Raum mit einem riesengroßen Bett und da hinten die Badewanne. Es ist ein Badezimmer mit Waschbecken und Toilette auch dabei. Vorne im Raum steht noch eine große Kommode mit einem Wickelplatz und einer Waage dabei. Der andere Geburtsraum ist in Rot gehalten. Hier gibt es auch ein riesengroßes Bett und einen Wickelplatz. Weiter geht es ins Badezimmer mit der großen Wanne und einem Tuch sowie auch Waschbecken und Toilette. Die Kinder und Erwachsenen konnten Filzkugeln während der Feier machen. Und das ist eine richtig meditative Beschäftigung, wie diese Wollkugeln gerollt werden. Heute ist der Tag der offenen Tür hier im Geburtshaus. Das Geburtshaus wird 6 Jahre alt. Und was verbindet dich mit diesem Geburtshaus? Ich habe mein zweites Kind hier auf die Welt gebracht und wurde von zwei Hebammen aus dem Geburtshaus Herrenhausen bei der Geburt meines ersten Kindes bei den Wellen begleitet, bis ich dann ins Krankenhaus gekommen bin. Warum bist du heute hier? Ich bin heute hier, um den 6. Geburtstag des Geburtshauses Herrenhausen zu feiern, meine Anerkennung zu zeigen. Es ist nicht typisch, dass es in Hannover oder wie hier in Hannover zwei Geburtshäuser gibt. Das ist die Seltenheit. Geburtshäuser generell sind meines Erachtens viel zu selten vertreten. Das liegt natürlich auch am Hebammenmangel. Und ich finde es wichtig, hier die Hebammen zu unterstützen und zu zeigen, dass es gut ist und toll ist, dass sie hier sind und was sie machen. Wie findest du die Atmosphäre, die jetzt hier gerade herrscht bei diesem Geburtstag? Also die Atmosphäre ist gerade wunderschön aufgelockert, gerade durch die vielen Kinder und viele Babys und Neugeborene, die hier gerade sind. Es wird viel miteinander geredet, sich ausgetauscht und viel gelacht. Das ist einfach gerade sehr, sehr schön. Wie hat dir der Vortrag zum Babys abhalten gefallen? Mir hat der Vortrag sehr gut gefallen. Das ist ein Vortrag für einen Einstieg zum Abhalten und windelfrei. Ich denke, der Vortrag ist wunderbar, um so Interesse zu wecken für Abhalten und windelfrei und vielleicht auch so der letzte Tropfen, den man dann braucht, um dann tatsächlich sich einfach zu trauen, abzuhalten und windelfrei zu machen. Hast du selber windelfrei praktiziert?
Ja, ich habe bei meinen beiden Kindern windelfrei praktiziert. Bei dem ersten Kind habe ich nach 4 Tagen begonnen, beim zweiten Kind direkt ab Geburt an. Und ja, beide Kinder waren unter 2 trocken. Das zweite Kind sogar unter 1,5 Jahren trocken. Und das sehr zuverlässig, das ist natürlich eine wunderschöne Sache, zumal auch die Kommunikation mit den Kindern eine ganz andere geworden ist durchs Abhalten. Ja, vielen Dank für deine Worte. Sehr gerne. Ich bin's nochmal. Eine ganz wichtige Information für dich. Babys abhalten wird auch windelfrei genannt. Dabei solltest du wissen, dass Windeln jederzeit als Backup erlaubt sind. Wegwerfwindeln oder Stoffwindeln.